In the previous episodes of Life is Strange. Whoa! Called film Little Pieces of Time. Because Max wants everybody to see. I'm so sick of people trying to control me! Don't ever touch me again, freak! It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, Stelma and Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Max! Nobody cares about me. Nobody. What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. I knew Chloe would be all over this, so I better get moving. Ja, und damit heiße ich euch willkommen zu einer neuen Folge und zu einer neuen Episode von Life is Strange. Und ja, wir haben das Kaninchen von Dings und natürlich füttern wir das. Are you von Kate. Here, nosh on this. Das ist so, ich bin immer noch so baff, als ich das wieder gesehen habe in dieser Rückblende, dass ich mir auch so, oh mein Gott, stimmt ja. Das ist alles so, oh, ich mir immer noch durchs Mark. Oh, I'm sorry, Lisa. I saved Kate, but I drowned my own plant. Na, ich hab's mir irgendwie gedacht, ne? Warum soll ich sie einschalten? Na, schalte ich sie wieder aus. Was haben wir noch? Auf dem war da noch irgendwas? Ach, Fenster. There's been so much going on, I almost forgot about the eclipse. All this atmospheric action can't be a coincidence. And all roads are leading to my tornado vision. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich ein Tornado geben wird. Glad the media doesn't waste a second exploiting Kate. Now she has another video of herself all over the web. And even I'm in this one. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I shouldn't sound so disappointed.
Okay. I sure hope these people treat her better when she comes back to school. If she does. Aber wirklich, hier, sending love to you, Kate, von Victoria. Mhm. Ja, und auf einmal haben sie alle irgendwie Schuldgefühle. Either I delete my page or I block everybody. Nowhere to hide these days. Max Power, ja, von Warren war ja klar. Watching you walk down with Kate from the roof, you're a hero. Okay. Okay. Ja, ja, aber so ist das, ne? Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next month. Ach, kann ich nur angucken. Ew. Thanks for the image, Nathan. And everybody here thinks Samuel is a creeper? Stimmt, das kennen wir ja schon, das Bild. Wir öffnen mal die Schublade. It's amazing how happy Kate looks here compared to today. She was basically pushed up to that roof. And I will use my power to find out why. This has to end. Naja, du weißt ja, warum sie aufs Dach, also warum sie da auf dem Dach gedrängt worden ist, wegen den ganzen Videos und so weiter und so fort. Und den ganzen, ja, ganzen Mobbing. Eigentlich nur wegen Mobbing. Okay, this is scary dark. Let there be... Und jetzt plötzlich wird das ein Horrorspiel. So ganz zufälligerweise. Vermisstenposter. Yeah. This is wherever you go, there I am. We miss you. So much hypocrite. Oh ja, aber sowas von. Do they really need that crap on the door? Kate's still alive. Warum ist Danas Zimmer auf? Wir reden mal mit ihr, okay? I hope Victoria feels particularly shitty about posting that link. Warte, warte. So, jetzt. Hey, Max. I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. I can. I'm just so glad she didn't. Are you okay? I'm just, like, shocked. I've never seen anybody try to kill themselves before. Me neither. I didn't think you'd be so upset considering how much shit you and Victoria gave Kate. I'm my own person, not Victoria's bitch. Hello, like she's freaking too. She already broke curfew tonight. Shit, I'm not supposed to tell anybody. Where did she go? I know I can trust you since you were so nice asking about my mom in the hospital, but Victoria will, like, make my life hell if I blab, okay? No doubt. I do hope your mother gets better. Let me know if you need anything. Thanks. You're, like, weird, but pretty cool, Max. Especially after watching you go up on that roof. Victoria's wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Okay, sollten wir also nochmal zurückspulen? Ich bin mal gespannt, was es jetzt für Auswirkungen hat. Und auf was genau. Ah. I know. Victoria must be upset since I saw her sneaking out of the dorm past curfew. Oh man, like, you saw her? She was so, like, nervous when she left the dorm. She wouldn't even tell me where she was going. Probably to hell. Well, I have to go crash. It's been a rough day, as you know. Thanks, Max. And it was, like, pretty awesome when you went up to the roof to save Kate. Victoria was wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Okay, Victoria ist rausgeschlichen und keine Ahnung wohin. Oh, Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Hm, das wäre natürlich auch eine Idee. So, dann gehen wir mal rein, ne? Ist auch so schön, dass das schon so direkt von der Ferne gezeigt worden ist.
Da gucken wir mal. Since I've crossed the line from Snoop to Detective, I might as well search for clues about what really happened to Kate at the Vortex Club party. Die weiß bestimmt irgendwas. These socks cost more than my wardrobe. Aber ich glaube ja, dass Nathan sie einfach unter Drogen gesetzt hat. Those boots are made for walking runways. I'll title this one Portrait de la Assholes. Whoa, there's Kate. Totally high. She looks confused. Not like she's partying. So, sonst? Was haben wir hier noch? Here they are getting loaded with Satan. Nathan als Satan bezeichnen ist gut. Das ist wirklich gut. That's a lot of bank just to clean paint from a sweater. Victoria's Secret. She's a geek. Oh, für einen Moment dachte ich, ich hätte das Mikro nicht runtergeklappt. Oh, ich hab's im Blickwinkel nicht gesehen. Oh, ja, hab ich mir Angst gemacht gerade. Das wäre mir mal zur Abwechslung früher aufgefallen. There has to be some dirt in here on Victoria. Ja, das machen wir gleich. Wir gucken erstmal. Nee, das können wir nur ansehen. Das können wir auch nur anziehen, die Magazine. Die Tasche können wir durchsuchen. A unique point of view is right. Thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper. Exzellent, gut recherchierter Aufsatz mit einzigartigem Blickwinkel. Eine 1 hat sie dafür gekriegt. Victoria Chase, Kunstunterricht von Mr. Jefferson Blackwell Academy, 1. Oktober 2013, Aufsatz. Noir und Tag 1, eigentlich Nacht und Tag, ne? Expressionistische Fotografie von Victoria Chase. So, ein Aufkleber. Was ist das für ein Aufkleber? Ich First Rachel and now Kate? This is the end of the Vortex Club. Na, benutzen wir mal den Laptop und gucken. Well. Victoria and Taylor actually show remorse. Hey, Sweetie, was geht? Ich drück mich gerade voll vor todlangweiligen Wissenschaftshausaufgaben. Wie soll sich irgendwer auf verfluchte Hausaufgaben konzentrieren, nachdem jemand fast in den Tod gesprungen wäre? Ich kann nicht glauben, dass wir es live gesehen haben. Es war wie Reality-TV und der Campus war noch nie so still. Als verstecke sich jeder oder habe Angst. Ich fühle mich total scheiße wegen dem Video und allem, was ich zu Kate gesagt habe. Trommeln wir ein paar Leute für später zusammen. Victoria braucht einen Cocktail. Wir trinken auf Kate. Was für ein Tag, Max und Kate so zu sehen. Ich brauche auch was zu trinken. Welche Uhrzeit? Wow, die freuen sich aber sehr. It's like a thread for sociopaths. Max Crackfield? Lame. Party on, dudes. Das Missstück Max ist schuld an meiner Suspendierung. Ist das zu glauben? Das beschissene Wohnheim, in dem sie mir ihre Selfies spielt, gehört meinem Alten. Meine Eltern sind ausgeflippt und haben mir mit einem Job im Büro meines Alten gedroht. Wie blöd muss er sein, mich als Aushängeschild haben zu wollen? Max Crackfield und Blackwell werden dafür bezahlen und die Weltuntergangsparty findet verdammt nochmal statt, klar? Ciao, Prescott. Und dann WTF, du verarschst mich so eine Scheiße. Blackwell kann dich auf keinen Fall suspendieren. Ich wusste, Max würde nur Schwierigkeiten machen, als sie das erste Mal mit ihrer Retro-Kamera Jefferson Hintern küssen sah. Ist dir aufgefallen, dass alle, die mit ihr rumhängen, Probleme bekommen? Und ja, der Vortex-Club wird die Weltuntergangsparty veranstalten. Komm mal, was wollen wir? Ich schreibe dir nachher, dann können wir uns zum Pläne-Schmieden treffen. Halt durch. Aber ich habe nichts gefunden, ne? Keine Beweise. Also großartig. Nothing to see here. I guess I shouldn't be so bummed. Not that Victoria couldn't hide her shit. Man, I'm getting paranoid. Tja. Oh, was ist da? Burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame the fur. Keine Ahnung. Irgendwelche. Ah, oh, Max, du bist so toll, Sachen. Waiting for Kate. Alles geheuchelt bis zum geht nicht mehr. Dana looks guilty and relieved about Kate. She really does care. Hey Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. I knew she was depressed, but I had no idea how bad. Must be serious to throw yourself off the roof.
Kate was serious. But it's not all about that video. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? It's complicated. I don't want to drag you into this, okay? Not yet, anyway. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Okay, okay. Ich kann die natürlich alle beschuldigen, aber was bringt's mir, wenn ich die alle beschuldige? Aww. Trevor is a sweetie. Good for Dana. Hey Dana, ich habe den ganzen Tag an dich gedacht und weiß, wie hart es für dich war, Kate fast springen zu sehen. Bin froh, dass Max als Superheldin eingegriffen hat. Ich habe nichts Tiefgründiges oder Schlaues zu sagen. Ich will nur, dass du weißt, dass du eine gute Freundin bist. Und ich wünschte, sie hätte mehr von deiner Sorte. Du warst so gut zu mir, als alles andere mies lief. Und ich bin immer für dich da. Ich vermisse dich. Vielen, vielen Dank, dass du an mich denkst. Ich sehe immer Kate auf dem Dach von mir und denke, ich hätte mehr tun sollen, um ihr zu helfen. Max hat mehr als jeder andere hier getan, sie zu retten, und sie sind nicht mal beste Freunde. Ich bin so glücklich, dass du an mich denkst. Ich kann es kaum erwarten, dich morgen zu sehen. Du bist genauso gut zu mir, wie ich es anscheinend für dich bin. Ich werde von dir träumen. Wow. If Dana talks to Juliet about this, she's gonna wish she didn't. Dana, ich hoffe, dir geht es nach den Ereignissen heute gut. Ich will mich nicht aufdrängen, aber ich schreibe einen Artikel über Kate für unsere Zeitung. Und ich wollte wissen, ob du mir ein paar kurze Fragen beantworten könntest. Anscheinend gibt es zu wenig Antworten. Reden wir darüber, wann immer es dir passt, okay? Hoffe, dir geht es gut. Hi, Juliet. Ich weiß, du willst mehr über Kate herausfinden, aber ich bin immer noch etwas bestürzt. Ich denke nicht, dass du so kurz nach den Ereignissen heute viele Antworten bekommen wirst. Und vielleicht ist es besser, sich für den Moment zurückzuhalten. Kate verdient etwas Privatsphäre zur Abwechslung. Nach den ganzen Videosachen und so, ne? Ich frage mich ja immer noch, wo der Schwangerschaftstest gelegen hat. Naja, gut. Irgendwie. Vor allem die Musik hier wird immer komisch, sobald ich hier im Dunkeln bin. Aber die sind ja eh alle weg. So, dann verlassen wir das Mädchenwohnheim. Oh, ich müsste einen Schnitt setzen. Na, das mache ich gleich. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Ja, da gehen wir aber erst in der nächsten Folge hin. Bis dahin, dann tschüss, eure Teil.